So, hier ist Wallow Wizard mit dem zweiten Part zu von Xenoblade Chronicles. Und das Ganze blind und ich bin auch gerade so ein bisschen in der Einführungsphase. Gut, wir spielen einfach mal weiter und wie es aussieht, besiegen wir jetzt erstmal alle Gegner hier in dieser Barriere. Gut. Oder auch nicht, Schatztruhe. Krabbeleisenhaus, Kleiderpanzer, alles nehmen. Immer alles nehmen. Okay, hier soll irgendwas sein. Bei 13, 10, 4, 2, 5. LR, Ziel wechseln, geheim Raub. Gemeines Raub, Entschuldigung. Vorsicht vor der Wut der Gegner. Monster reagieren mit Wut auf Angreifer. Je mehr Schaden ein Gefährte einem Gegner zufügt, desto mehr Wut zieht er auf sich. Der Wutring kennzeichnet Gefährten, die die Wut eines Gegners auf sich gezogen haben. Position des Gegners, bla bla bla. Positionsabhängige Effektivität der Techniken. Schalks Rückschlag verursacht größeren Schaden, wenn er im Rücken eines Gegners ausgeführt wird. Dies ist der Zusatzeffekt der Technik Rückschlag. Okay. Orientierung anhand des Wutrings. Solange ein Gegner seine Wut auf Rain, heißt er Rain, richtet, hat Schalk die Möglichkeit, den Gegner mit seinem Rückschlag von hinten anzugreifen. Setzt sich der Zusatzeffekt einer Technik durch, so wird der verursachte Schaden in angezeigt. Okay. Ich denke mal, da kommt man irgendwie rein, oder? Das geht gleich alles so von alleine. Okay. So, machen wir hier mal direkt einen Dollenschlag. Kann ich eigentlich auch nicht viel machen. Beziehungsweise, da ich das ja eh aufladen muss. Thanks, Ryan. That was a close one. Man, what were you doing wandering off by yourself? Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony. There are all kinds of monsters. Yeah, but thanks to you, we got its shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. You will, Schultz. Anyway, we better get back to the colony. If I'm late for drills again, old Squaretash is gonna kill me. Squaretash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Don't worry about it. Let's get back. Folge dem Zielfall, um die Handlung voranzubringen. Die Zahl neben dem Pfeil stellt die Entfernung zum nächsten handlungsrelevanten Zielort dar. Ja, was ich mich jetzt gerade frage, soll ich die Texte vorlesen oder lieber nicht, weil die auch synchronisiert sind, zwar auf Englisch. Aber ich denke mal, ich war gerade zu überrascht. Beim nächsten Mal lese ich die mal einfach und ich schalte mal gleich die Geschwindigkeit um, denn ich habe nicht A gedrückt und es geht einfach so schnell weiter. Halte ZL gedrückt, um die Kamerasteuerung anzuzeigen. Ja, soll wohl machbar sein. Öffne das X-Menü, Speicherspiel, da kann ich auch die Einstellung ändern. Nämlich hier. Text in Sequenzen. Manuell. Dann sollte das gehen. Ich speichere mal kurz. Okay, dann schauen wir uns ein bisschen um und gucken mal, wo uns der Pfeil hinbringt. Ist das ein Monster? Kann ich das angreifen? Nein.
Also ich würde auch mal sagen, so Sachen, wenn ich mal leveln muss. Ich weiß nicht, ob man im Spiel groß leveln muss. Sollte es dazu kommen, da würde ich dann das Ganze offscreen machen. Aber ich werde jeden Weg zeigen und alles, was offscreen passiert, auf alten Wegen machen. Okay, Sammel-Items. Im Kollektion kannst du deine Sammel-Items registrieren. Gelingt es dir, alle Items einer Reihe oder gar alle Items auf einer Seite zu sammeln, erhältst du eine Belohnung. Mhm. Sammel-Items in Kollektion registrieren. Okay. Machen wir jetzt mal nicht. Beziehungsweise, das gucke ich mir irgendwann mal an. Ich will auch mal ein paar Items haben und nicht nur ein einziges. Weil da glaube ich kaum, dass sich das groß lohnt. Möwenzahn. Mhm. Alles brav einsammeln, aber das ist doch hier ein Gegner. Ach so, ich muss immer Ziel erfassen erst drücken. Na gut, dann machen wir das. Oh. Schlägt ja richtig zu, das Vieh. Energie. Dauert ja alles ewig. Ich hoffe mal. Ah, Levelanstieg. Harmoniemünze. Mhm. Geknickte Fühler. Alles nehmen. Okay, jetzt habe ich schon ein paar Gegner verpasst. Also werde ich wohl. Ja, die werde ich wohl erstmal alle machen. Auf jeden Fall. Knickte Fühler, was auch immer das ist. Items gehe ich mal auch später erst durch. Immer alles benutzen, was man so hat. Was bringt oder nicht? Mücknektar, okay. Okay, die Gegner werden auch angezeigt auf der Karte. Wer sich das Ganze anguckt, ist klar im Vorteil, würde ich mal sagen, hier. Nicht ganz planlos an die Sache gehen. Steifes Haar, nehmen wir mit, klar. Und ja, mir ist klar, dass ich jetzt in die falsche Richtung laufe. Aber ich will. Dann muss er ja wenigstens ein paar Gegner am Anfang mal mitnehmen, ja, ne? Levelanstieg, schön, neue Technik. Neue Technik. Das muss ich jetzt wahrscheinlich hier einstellen. Techniken, Talente. Techniken auswählen und trainieren. Talentbäume kann ich alles noch nicht. Kommt er später? Ach, da ist es schon. Okay. Machen wir mal. Senkt physische Abwehr, okay. Alles klar. Ja, ich rede jetzt gerade doch ein bisschen sehr wenig. Aber das ist ja alles noch so sowas von neu. Da muss ich erstmal kurz wirklich selber. Sobald ich hier weiß, was abgeht, läuft's anders. So, erstmal so das Spiel an sich. Macht jetzt erstmal gar keinen schlechten Eindruck. Habe ich hier sogar eine Schatztruhe vergessen? Hm.
Ja. Alles klar. Kämpfen, 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 kämpfen. Nichts anderes hier. So. Da ist der nächste. Ach so, die haben auch eine Levelanzeige, sehe ich gerade. Ja. Man auch eigentlich gerade gar nicht so viel zu sagen, weil es ja eigentlich nur guck mal ein bisschen auf A. Und ich denke mal, so richtig in Fahrt kommt das Spiel erst noch. Ist ja klar, so ein JRPG, das braucht ein bisschen, bis da richtig was passiert. Weil das Intro war ja eigentlich schon ganz schön. Zeigt ja schon ganz gut, was uns erwartet im Kampf gegen die Max Bionics. Ich nenne sie dann einfach mal jetzt Bionics. Wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, was die gesagt haben. Ist ja auch immer so eine Sache. Kurzzeitgedächtnis gleich null. Geknickte Fühler. Cool, 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 cool. Haben die eigentlich überhaupt gesagt, wo die hinwollen? Oder warum wir hier gerade lang rennen? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass einer von beiden was gesagt hätte. Oder sind die auf dem Weg nach Hause? Ja, ich muss besser aufpassen. Ich weiß auch noch nicht, wann ich anfange, offscreen zu leveln. Also erstmal spiele ich noch ein bisschen so, weil es macht ja, gibt ja gar keine Probleme. Absolut nicht. Ist ja eigentlich nur hier. Okay, ich kann jetzt hier gar nichts machen. Also kann ich nichts machen. Hab ich was verpasst? Ich hab wieder was verpasst, bestimmt. Ja, bitte, hallo? Was ist das? Wieso kann ich keine... Okay, er ist irgendwie vergiftet. Ja. Oh Mann, das wird jetzt ein Problem. Ja, wieso kann ich denn nicht? Ich will angreifen. Zornaura fügt angreifenden Gegnern Stachelschaden zu, ja. Auf. Verflixt. Der ist kaputt. Ja. Herrlich. Ich kann nichts machen und ich weiß nicht warum. Und da gehe ich down. Verrückt. Zurück zum Reisepunkt bei Kampf und Fähigkeit des Anführers. Wenn die KP des Anführers durch einen Sturz oder im Kampf auf Null sinken, wird der Charakter kampfunfähig. Ist klar. Die Gruppe wird dann zu dem Reisepunkt zurück, den sie als letztes passiert hat. Alles klar. Ja gut, mit diesem Fail endet der Part. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier war Wollo.